Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf eine Reaktion. Das kam sehr gut bei euch an. Heute reagieren wir mal auf Otto Walkers. Lasst gerne ein Abo da, ne? Lasst ein Like da. Das ist, und wir schauen uns das goldene Weihnachtsgrüßwort an Otto Fröhliche. Schauen wir uns mal direkt an. Und go. Herzlich willkommen bei unserem goldenen Weihnachtsquiz. Also, das ist direkt so richtig komisch. Vor allem mit dem Applaus, also es wurde sehr gut gemacht. Also, ich habe mich schon mal ein anderes Video von denen angeguckt. Das fand ich super lustig und jetzt möchte ich halt drauf mal reagieren. Übrigens, wenn die Soundqualität viel besser ist, ich habe ein neues Mikrofon. Hier, ich habe ein Podcast. Geil. Also ein Podcast-Mikrofon. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich irgendwann euch das in der Videobeschreibung verlinken. Aber bei diesem Video noch nicht. Vielleicht bei den nächsten paar Videos. Also schauen wir weiter. Ole, 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 ole. Und da ist ja auch schon unser erster Kandidat. Es ist einfach die gleiche Stimme, ne? Also, das ist schon lustig. Aber da wurde es halt ein bisschen so mit. Oh nee, also wird die Stimme ein bisschen tiefer gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Alles oder Nichts. Sie sind der Glückliche. Ich? Ja, Sie. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Werner. Werner. Werner, typischer Name. Oh, Werner, wollen Sie sich im Hals umdrehen eine goldene Nase gewinnen? Hals umdrehen? Hä? Hals umdrehen, man kann den Hals nicht umdrehen. Diese Goldstücke können Ihnen gehören. Dieser Effekt da so mit diesen, finde ich voll geil, diesen Effekt, warte mal, halt mal zu. Wollen Sie sich im Hals umdrehen eine goldene Nase gewinnen? Ja, diese Goldstücke können Ihnen gehören. Ich finde diesen Soundeffekt so schön. Hören, wenn Sie die folgenden Fragen richtig beantworten. Alles klar, Werner? War das schon die... Werner! Die ersten 27 Sekunden direkt geil. Erste Frage? Nein, denn hier kommt Frage Nummer 1. Wie hieß der... Hä? Hat er gerade nach Frage Nummer 1 gefragt und hat gerade gesagt, nein, Frage Nummer 1? Okay. Wusste, der uns als einziger die ganze Weihnachtsgeschichte... Warte, ich habe die Frage nicht verstanden, sorry. Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen dem neuen Mikro. Richtig beantworten. Alles klar, Werner? War das schon die erste Frage? Ah, der hat gefragt, war das schon die erste... Okay. Denn hier kommt Frage Nummer 1. Wie hieß der Apostel, der uns als einziger die ganze Weihnachtsgeschichte überliefert hat? Santa Claus. Er fängt mit L an. Lennart. Lothar Matthäus. Der Apostel Matthäus natürlich. Hä? Apostel hat gesagt, der fängt mit L an. Oh mein Gott. Das ist so geil. Wer ist denn das? Frage 2. Wie nennt man die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes? Na? Keine Ahnung. Ups. Ma Matthäus. Beinahe. Etwas exotischer, südländischer vielleicht. Marianne. Maradona. Maradona, genau. Hä? Und nun der Mann neben der Maradona Maria. Matthäus? Warte mal ab, Werner. Der Vorname fängt nämlich mit einem Jo an. Josef. Jo. Jogi Löw. Richtig. Jogi Löw. Aber nun wird es schwierig. Das Christkind wurde bekanntlich zu Bethlehem geboren. Aber wo da genau? Wie heißt dieser Ort nochmal? Der fängt mit J an, oder? Bethlehem. 2000 years later. Ach, fällt mir nicht an. Die Hausnummer? Nein, das Umfeld genügt schon. Das Christkind wurde geboren in einem Stadion. In einem Stall. Stadion. Genau, in einem Hä? Stadion, genau. So, ich dachte, es wäre ein echtes Quiz, sorry. Ich dachte nicht, das ist eigentlich nur fürs Ding. Für die Lustigkeit. Wie heißt es nochmal? Comedy. Ja, ich wusste nicht, was für Comedy ist. Weiter mit der nächsten Frage. Im Stadion bekam das Christkind kurz nach Weihnachten Besuch von einigen Herren. Von diesen komischen Schäfern. Wie viele Könige waren das? 3, 4, 5? 11 natürlich. Sind Sie sicher, Werner? Oder zählen Sie die Auswechselkönige etwa mit? Nein, es waren tatsächlich 11. 11 ist richtig. Hä?
Ach so, stimmt, ja, das ist ja für Comedy. Ich bin ein bisschen dumm. Aber nun zuletzt alles entscheidende Frage. Das ist die deutsche Mannschaft. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist der Torwart, der heißt Markus? Nee. Michael? Nee. Ach, ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Heiligen Abend geboren wurde. Ich bin so schlecht in sowas. Wie heißt es nochmal? Josef? Nee. Christkind? Nee. Franz? Peter? Kind? Ja, Werner, Werner, Ihre finale Antwort. Wie hieß das himmlische Kind? Je? Jesus! Je? Jerome Boateng. Richtig, gewonnen, Werner. Ich bin's. Oh Mann. Ja, natürlich, das Video war sehr gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Die war, ja, sag ich jetzt mal, ein bisschen kürzer. Ist eigentlich noch einen schönen Abend euch. Oder kommt drauf an, wenn ihr es wieder guckt bei mir. Sieht man jetzt hier schon. Ja, ein bisschen später. Okay, so spät ist es auch noch nicht. Ja, dann wünsche ich wieder das aber was mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr von Otto Walkers noch nicht abonniert habt und mich auch noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne machen. Ich muss mal schauen, wie viele Nutzer ohne Abos gibt und wie viele Nutzer mit Abo. Würde mich mal sehr interessieren. Da würde ich schon wieder sagen, ciao und wir sehen uns beim nächsten Crafter Tag.